Mangel FPÖ ist der nächste Redner. Bundesminister für Justiz, sehr geehrter Bundesminister Ostermeier, sehr geehrte Damen und Herren, Hohes Haus. Wir Freiheitlichen begrüßen die höheren Strafen bei Delikte gegen Leib und Leben. Mit den Sanktionen gegen Cybermobbing geht man absolut in die richtige Richtung und passt das Strafgesetzbuch an die technischen Rahmenbedingungen unserer. Worauf man aber in unserer Meinung total vergessen hat, ist diejenigen zu schützen, die für uns dieses Strafrecht durchsetzen. Wir machen nichts für die Polizisten, die tagtäglich und immer öfter Opfer von Angriffen werden. Wir machen nichts für die Staatsanwälte, Richter, Sachverständigen und Zeugen, die auch bei uns noch nicht so schrecklich, Gott sei Dank, wie in der Bundesrepublik Deutschland, aber auch bei uns immer öfter mit Nötigung, Drohungen und manchmal auch Angriffen bedroht sind. Die Regierungsparteien und der Justizminister hat die Notwendigkeit leider nicht erkannt, dieser schrecklichen Entwicklung im Gesetzestext auch Sorge zu tragen. Wir als der Gesetzgeber sind bitte denjenigen Menschen verpflichtet, deren Auftrag es ist, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu schützen. Und wir dürfen diejenigen nicht im Regen stehen lassen. Wir Freiheitliche werden daher weiter dafür kämpfen, dass es Mindeststrafen bei Angriffen und Drohungen gegen unsere Exekutive gibt. Sehr geehrter Herr Bundesminister, für Sie als Experten, vielleicht könnte man analog zur Regelung des Paragraphen 39a Strafgesetzbuch auch für diejenigen Gruppen eine Möglichkeit treffen. Auf der anderen Seite, der Minister wollte das Wort nicht in den Mund nehmen, ich nehme es hier in den Mund, hat man sich mächtig für das Po-Grapschen ins Zeug gelegt. Hier ist man allerdings der Frauenministerin ordentlich auf den Leim gegangen. Nachdem sie bei der Bildung nichts zusammenbringt, hat sie sich auf das Po-Grapschen verlegt. Sie ist ein bisschen überzogen. Hier mit der scharfen Keule des Strafrechts zuzuschlagen. Ja, Sie haben recht, Frau Kollegin, Sie haben recht. Es ist moralisch nicht in Ordnung, aber mit der scharfen Keule des Strafrechts hier zuzuschlagen, ist überzogen. Und außerdem ist es ein Ermächtigungsdelikt und kein Privatanklagedelikt. Hier hätte man auch noch eine Abschwächung vornehmen können, damit es nicht dazu verkommt, unliebsame Mitbewerber irgendwo zu vernadern, sondern wirklich nur dann heranzuziehen, wenn auch wirklich etwas passiert, weil dann muss man nämlich auch das finanzielle Risiko tragen und dann glaube ich nicht, dass man das vorschnell irgendjemandem vorwirft. Eine völlig falsche Richtung ist man auch in einer anderen Sache angegangen, und zwar bei der Freigabe von Cannabis. Das wird ja auch hier im Hohen Haus immer wieder verlangt, nicht nur von den in diesem Fall ja schon öfter auffällig gewordenen Grünen, sondern leider auch immer öfter von den Neos. Der medizinische und psychosoziale Preis ist allerdings ein sehr hoher und zahlen müssen ihn vor allem die Jungen. Auf der Homepage der Grünen, auch auf Wikipedia und in die Medien sind voll damit. Auf der anderen Seite, über die tollen, heilsbringenden Maßnahmen von Marihuana. Das New England Journal of Medicine kommt aber zu anderen Erkenntnissen. Dort steht nämlich, dass vor allem Marihuana-Konsum in der Pubertät schreckliche Auswirkungen hat. Und auch wenn Sie gebetsmühlenartig wiederholen, dass Alkohol viel schädlicher wäre und viel öfter verbraucht werde, ist es trotzdem bitte noch immer kein Grund, Cannabis freizugeben und auch diese Droge noch auf unsere Jugendlichen loszulassen. Danke. Mindeststrafen für Angriffe und Drohungen gegen Exekutivbeamte fordert Philipp Schrangel von der FPÖ. Kritik übt er an der Verschärfung des Sexualstrafrechts. Als nächste Rede